Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von One Night of Karazhan. Nachdem wir im letzten Part die letzten Class Challenges von diesem Adventure erledigt haben, kommen wir nun zu den letzten drei Heroic Bossen. In diesem Part kommt Heroic Shade of Aran und hier ist ein spezielles Mage Deck für ihn vorbereitet. Und da er halt mega viel Spell Power hat, da er die Spell Power triggert, haben wir viele Spells. Wir haben aber auch viele quasi Secrets und Techniken, uns am Leben zu erhalten. Und auch Karten, um seine Secrets zu stehlen, weil er viele kranke und viele Secrets hat und auch kranke Secrets hat. Deswegen mal schauen, wie viele Tries wir für diesen Boss brauchen. So, auf Heroic. Los geht's. Auf zu den letzten drei Parts von Karazhan. Bei dem Schluss verfehlen. So. Dann nehmen wir dieses Deck und los geht's. Mal schauen, wie wir uns schlagen. So. Spielen. Warte mal, fangen wir mal fürs erste Duell. Braucht es mal ein bisschen länger lang. Respect, Bro. Quasi, wir haben beide in Maligos. No loud music in my tower. Okay. Meet Aran, the curmudgeonly ghost. Cast a spell. I will cast a spell. Cone of cold. Lightning. I am not some simple jester. I am Nihilus Aran. Ja, gut, beruhig dich, Bro. Und was kommt jetzt, ne? Oh, ja. Man darf auf keinen Fall angreifen. Auf keinen Fall. Und dann kommt sein mega Scheiß, der alles vernichtet. Huh. Well, that was lucky. Oh, fuck's sake. Leider kein Duplikat am Start. Wollen wir das wirklich duplizieren? Babbling Book. Na, ich weiß ja nicht, lassen wir mal. Hier, komm, Fireball. The dragons have devoured the buffet and now they're eyeing the murlocs. Oh oh. Und sein zweites Secret. Wann kriegen wir Eat of Secrets? Gesamt Mystic, irgendwas. Ich brauch mehr. Shit. Spells are fun, so fun. Gut, dass er die Looming Presence verloren hat. You want to cast a spell? I want to cast a spell. Blizzard ist nett. I'll show them! I'll show them all! Ah, Gott verdammt, noch mehr Secrets. Ich hab Secrets, wo bist du, Baby? Ich kann sagen, kann man wenigstens alles davon klar. Ice Barrier. Excuse me, you are on fire. Excuse me, you're on fire. Nice, jetzt kann ich die restlichen beiden Secrets klauen, das ist geil. Oder die G2 von 3. Das ist nice.
The light does not discriminate. The light does not discriminate. Yeah, Flame Breath is mega OP. When an enemy attacks, deal 10 damage to all other enemies. Das ist mega krank, Alter. Jetzt kann das ja nicht mehr haben. Fuck. Aber sein Ice Barrier getriggert, das ist nicht gut. Das war nicht schlau. Bitch. Das ist witzig. Nice. Guter Counter-Spell. Gefällt mir, sieht schon mal gut aus. Der Tick wird's gerade gar nicht mal so richtig. Sieht gerade sogar ziemlich gut aus. The Master is mighty, but I have powers of my own. Okay. Gut. Ach, und das war's schon. First try easy. Well played. Wow, das ist jetzt ziemlich easy. So, hier. Oh, der Scheiß. Ja, Kazan, die kopierte Kazan Mystics war natürlich hier ein guter Winner. Deswegen mal schauen, wie das so ist. Und jetzt finishen wir die Typen. We're just in time. Katz, dank toller Unterbrechung, ja, ich weiß. Familie, na, sind wir hier nun? Shadow of Iran, first try, easy win. Das war viel zu einfach. Double Kazan Mystics von Duplicate hat hier. Dreifach Kazan Mystics, dank Duplicate hat es geregelt. Und mein Mage ist Level 59 und ich krieg einen guten Medaillon Mage. Das hat aber nichts mit einem Adventure zu tun. Das kriegt man auch im normalen Spielverlauf so. Nice. Goldene Kistan ist auch cool. No, damit Shadow of Iran, also die Heroics sind viel zu einfach. Man merkt nicht, dass sie Heroics sind, ey. Ihr müsst euch mal die Parts von Naxxramas oder Blackrock Mountain anschauen, dann wisst ihr, was wirklich, wirklich schwierige Heroics sind. Und hier ein Dalaran Mage. I don't see a lot of Dalaran Warriors. Warum wohl? Tja, das ist noch eine WoW, Leute. Das müssen ja nicht richtig heftige Typen sein. Ja, und damit war's uns von diesem Part. Wir sehen uns dann zum nächsten, wo wir dann gegen den Heroic Nether Spite spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und ciao.